Guten Tag und herzlich willkommen zum Orakel Datenbanken Monthly News für den März 2023. Mein Name ist Markus Schröder und ich führe Sie durchs weitere Programm. In eigener Sache, unsere Redaktion besteht aus 6 langjährigen Orakel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Orakel-Tech-Bereich. Es erscheint monatlich jeden letzten Freitag und gibt eine kurze Zusammenfassung aller Neuigkeiten rund um das Thema Orakel Datenbanken. Zu den Neuigkeiten. Long-Term-Backups sind halt langfristige Backups, die Minimum 90 Tage und maximal 10 Jahre aufbewahrt werden können. Es geht darum, gesetzliche Regularien, Compliance-Themen oder geschäftliche Gründe abzubilden. Alle Backups können als One-Time- oder Scheduled-Backups in dem wöchentlich, monatlich oder jährlichen Tonus erfolgen. Diese Backups gelten nicht im Recovery, sondern sind für einen Point-in-Time-Klon für eine neue Oracle-Datenbank. Das Billing erfolgt gleich wie bei Database, wie bei dem Datenbank-Storage. Es wird allerdings auf die nächste ganzzahlige Terabyte-Größe gerundet. Das heißt, wenn Sie 0,5 Terabyte Long-Term-Backup machen, wird dieses auf 1 abgerundet und zu dem Datenbank-Storage hinzugezählt und dieses entspricht den Gesamtkosten. Diese Funktion gibt es für Autonomous Shared, Autonomous Dedicated und Autonomous Dedicated Cloud at Customer. Die Flexibilität bei Cloning auf Autonomous Dedicated wurden dort die Anforderungen an die neuen Autonomous Databases gesenkt. Das heißt, Sie brauchen jetzt nur noch eine OCPU oder zwei eCPUs. Und es muss auch nicht mehr ein Autonomous Container Database vorhanden sein. Das Backup-basierende Disaster Recovery ist als Option billiger als Autonomous Data Guard, also eine Lösung mit einer Standby-Datenbank. Es hat natürlich dementsprechend einen höheren Recovery Time Objective, also RTO. Nur zum Vergleich, bei Autonomous Data Guards sind dieses 15 Minuten und bei Backup-basierendes Disaster Recovery eine Stunde plus eine Stunde pro 5 Terabyte. Für lokal basierendes Disaster Recovery wird das existierende Backup genutzt, also ohne Extrakosten. Und für Cross-Region Disaster Recovery fallen zusätzliche Kosten an, die dem Doppelten des reservierten Storage der Primary-Datenbank entsprechen. Im Bereich OCI Database, Exadata Database Service gibt es die neue Funktionalität, in einem Tenancy ein Data Guard zwischen zwei Regionen zu betreiben. Wichtig hierbei: Active Data Guard kann nur für Datenbanken aktiviert werden, die Transparent Data Encryption, also TDE, verwenden. Datenbanken, die Oracle Key Vault verwenden, unterstützen diese Funktion nicht. Die Prozesse, Skripte, Automatismen etc., um dieses über Regionsgrenzen hinweg aufzubauen, kommen nur mit TDE Wallet zurecht und nicht mit Oracle Key Vault als Key Store. Das ist der Grund dahinter. Im Bereich Exadata Database gibt es einen neuen Software-Release 23.1. Der Kern dieses neuen Releases ist der Betriebssystem-Update auf Oracle Linux 8.7 und den Unbreakable Enterprise Kernel 6. Es werden Maschinen X5 und neuer unterstützt und der Upgrade-Pfad schließt alle Versionen der letzten 12 Monate ein, also ab 21.2.10 vom März 2022. Ältere Versionen müssen erst auf 22.1.0 oder mindestens 21.2.1 gebracht werden. Dies gilt für Storage und Datenbank-Server. Bare Metal Server verwenden den gleichen Prozess wie bei vorherigen Releases, also inklusive Nutzung des Patch Managers für Rolling- oder Non-Rolling-Upgrades. Bei virtualisierten Umgebungen wird auf Version X5 bis X8 der DOM 0 und DOM U, also OVM Host und OVM Guest, und auf Version X8M bis X9M KVM Host und KVM Guest. Auf beiden Versionen können die Host und Guest unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge abgegradet werden. Für die Grid-Infrastructure und Datenbank wird minimal die Version 19.1.5 oder 21.6 oder neuer unterstützt. Für den Bereich oder Datenbank weitere News gibt es seit Februar ein Update für Oracle Cloud Maximum Availability Architecture Guide. Apex gibt ein Update von 22.2 auf Patch Set 4 verfügbar und dieser enthält primär Fixes. Auf YouTube sind einige neue How-To-Videos für Oracle Analytics Cloud und Fusion Analytics verfügbar. Die kurzen Videos demonstrieren zum Beispiel Konfiguration von Remote Data Gateways auf OAC, Troubleshooting JDBC-Verbindungen, Erstellen von Snapshots durch die REST-API und vieles mehr. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Oracle Cloud Infrastructure Base Databases, also Database Cloud Service Integration mit Zero Data Loss Autonomous Recovery Service. Das heißt, man muss nicht mehr ein lokales oder ein Object Storage Backup machen, sondern verwendet den Oracle Database Recovery Service und reduziert den manuellen Administrationsaufwand. Im Bereich Autonomous Health Framework gibt es die Version 23.2. Die 23.2 hat eine Umbenennung des Intelligent Workflow Advisors, IWA, zur Autonomous Health Framework Balance zufolge. Zur Erinnerung, dies ist ein Command-Line-Utility, das historische CPU-Consumption und Database-Resource-Manager-Einstellungen im Cluster analysiert und hilft, CPU-basierende Noisy-Neighbor-Probleme zu verstehen und zu beheben. Es gibt weiterhin neue ORA-Check und EXA-Check-Best Practices, auch hier zur Wiederholung. Diese Practices sind Best Practices sind smarte und nicht invasive Health-Check-Frameworks für den Oracle Software und Hardware-Stack. In dem neuen Release sind Prüfungen wichtiger Bugfixes in den letzten verfügbaren Long-Term-Releases von Datenbank und Exadata-Software und Exadata Critical Issue EX78. Das ist ein Exadata Storage Server Bug, der bei einer Datenbankterminierung zu einem erhöhten High Global Cache Rates führen kann. Auch bei der Oracle Zero Downtime Migration gibt es eine neue Version. Auch hier zur Erinnerung, Oracle Zero Downtime Migration ist Oracle bevorzugte Lösung, um Oracle Datenbanken in die OCI, EXA Cloud Service und EXA Data Cloud at Customer zu migrieren. Zugrunde liegt dafür die Oracle Maximum Availability Architecture. In dem Release 21.4 gibt es folgende Erweiterungen. Bei der physischen Migration ist es die Überwachung der Redo-Apply-Verzögerung nach der Erstellung der Standby-Datenbank. Nach einem manuellen DataGuard-Switchover kann die Umschaltung als abgeschlossen markiert werden und der Rest der automatisierten Workflows kann fortgesetzt werden. Konfigurierbare Airman-Sektionsgröße für Backups. Anweisungen, die Zeitzonendatei auf der Zieldatenbank zu aktualisieren. Und bei der logischen Migration gibt es in der 21.4er-Version einen Workflow für einen regelmäßigen Export und schrittweisen Import für Metadaten. Dies hilft bei Migrationen, bei denen geänderte Berechtigungen auf Zielebene, Änderungen von Metadaten auf Objektebene und Änderungen von Segmentattributen erforderlich sind. Als CLOPS gespeicherte XML-Dateien können jetzt über die automatisierte Konvertierung von Data Pump in Binary Storage migriert werden. Ein neues Authentifizierungs-Plugin, mit dem Sie Datenbanken ohne Sudo-Benutzer für den Zugriff auf Quell- und Zielknoten migrieren können. Weitere Funktionen können Sie im verlinkten Blog-Eintrag entnehmen. Im Bereich Java ist der Release 20 verfügbar. Er bietet folgende Verbesserungen. Bei Verbesserungen und Updates im Bereich verschachtelter Record-Pattern-Abgleichen zu anspruchsvolleren und zusammengesetzten Datenabfragen und Pattern-Matching auf Switch ausdrücken. Das Projekt Loom verbessert den Umgang von Java mit Threads und Parallelität. Das Hauptziel von Loom ist es, die Effizienz von Thread-basierten Anwendungen zu verbessern. Das Panama-Projekt ist zur Verbesserung der Integration von Java mit Nicht-Java-Code und System. Ein Hauptziel von Panama ist es, die Leistung und Flexibilität von Java-Anwendungen zu verbessern, indem es einfacher wird, nativen Code und Bibliotheken zu verwenden. Oracle ist mit weitem Abstand führender Anbieter im Bereich Translytical Data Platforms im Quartal 4 2022 der Forrester-Studie. Zuerst, was sind Translytical Data Platforms? Dieser Begriff setzt sich zusammen aus Transactional und Analytics. Beschreibt also Systeme, die sowohl OLTP wie auch analytische Datenverarbeitung betreiben. Anwendungsfälle existieren in allen Industriezweigen für Realtime-Analysen wie Betrugsüberwachung im Finanzwesen, Echtzeitbestandsverwaltung im Retail oder sehr aktuell Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit für den Energiebereich. Dies wird in der Oracle Converged Database erreicht durch Tooling, die schnellere Umsetzung ermöglichen, wie zum Beispiel Entwicklungswerkzeuge, Kommandozeilentools oder Analysewerkzeuge. Umfassende Datenverwaltungsfunktionen wie Datenkompression, Unterstützung verschiedener Datentypen, Verschlüsselung etc. Und Workload Management wie Load Balancing, In-Memory-Datenverarbeitung und transaktionale Sicherheit. All dies wurde durch eine jahrzehntelange konsequente Weiterentwicklung eines stabilen RDBMS-Fundaments erreicht. Kommen wir zu den Terminen.
Hier eine Auswahl von unterschiedlichen Terminen, die zum Großteil wieder durch Präsenztermine dargestellt werden. AsTom ist der erste, das ist eine monatlich wiederkehrende virtuelle Technologiereihe, durchgeführt vom Oracle Product Management zu verschiedenen Themen wie JSON, APEX, Database Security und ähnliche Themen. Die Cloud World ist eine Oracle-Eintagesveranstaltung, die in verschiedenen großen europäischen und nicht-europäischen Städten stattfindet. Sie ist am 19.04. in London und dort werden viele Oracle-Themen rund um die Cloud vorgestellt. Die Technologie-Summits sind eine Oracle-Deutschland-Veranstaltungsreihe, die in verschiedenen Städten stattfindet und Themen rund um Modernisierung in Oracle Cloud behandelt. Die APEX-Entwickler-Community trifft sich im Mai in Berlin. Organisiert von der DOA gibt es eine Reihe von Fachvorträgen, Erfahrungsberichten, Customer Stories und Best Practices rund um APEX, PLSQL und JavaScript. Die DOAC-Datenbank 2023 mit Extra Day findet im Mai wieder in Düsseldorf statt. Fast 70 Sessions rund um die Datenbank und Engineered Systems in Form von Fachvorträgen für Neulinge und Fortgeschrittene, Erfahrungsberichten und Best Practices. Der Frühbucherpreis gilt noch bis zum 19.04. Im Juni findet in Brühl im Phantasialand das Cloudland 2023 statt. Das viertägige Treffen der deutschsprachigen Cloud-Native-Community bietet alles um die Themen Container- und Cloud-Technologien, Microservice- und Domain-Driven Design, DevOps-Methodik und CI/CD-Automatisierung. Noch etwas hin, im Dezember sind die IT-Tage in Frankfurt am Main angesetzt. Die IT-Tage sind eine Konferenz für Softwareentwicklung, Architektur, KI, Datenbanken, DevOps, Agile und Management. Die DBA Data Masterclass ist eine virtuelle Webinarreihe mit Themen wie Tuning und Konfiguration von Systemen, Provisioning und Patching von Datenbanken, Backups and Disaster Recovery und Datenbankoptimierung. Kommen wir jetzt zu Release-Stand und Patch-Sets. Im Bereich Database Release und Support Timelines hat sich nicht so viel geändert. Wie gesagt, der Extended Support für das Long-Term 19c Release ist bis zum 30.04.2025 kostenfrei. Im Bereich aktuelle Software-Release- und Patch-Stände gibt es bei den Datenbanken ein Release-Update für 19c, dem Enterprise Manager Cloud Control und für Extra Data Storage und OEDA. Ein Artikel für den neuen Release für Auto-Upgrade finden Sie im aus dem Webbereich, der gleich folgt, und Autonomous Health Framework 23.2 und APEX 22.2.4 wurde schon in den vorherigen Folien besprochen. Kommen wir jetzt zu den Themen aus dem Web. Aus dem Web ist eine Reihe von interessanten Artikeln von Oracle-Spezialisten zu verschiedensten Themen rund um die Datenbank. Hier möchte ich natürlich besonders auf den Artikel Get Started with Oracle Application Continuity von unserem Redaktionsmitglied Sinan hinweisen. Die Oracle Database Discussion with ChatGPT ist ein unterhaltsamer, aber nicht ganz ernst gemeinter Artikel, in dem Julian Donchev ChatGPT eine Reihe von unangenehmen Fragen stellt. So, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Monthly News erscheint am 28. April 2023. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Tag und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.